Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS17 Multiplayer auf der Hopfach mit dem Garderhol, mit dem Sachsen-Player und dem Ansgar. Hallo! 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 Der Renny ist eine faule Sau. Warum? Weißt du, Aufnahmepause, sofort bleibt der Häcksler stehen. Da! Kein Meter wird gefahren hier. Oder bitte, was Aufnahme startet in dem Moment ganz scheinheilig. Oh ja, ja. Nein, Junge. Das sind mir die liebsten Mitarbeiter. Ja, ich weiß auch nicht. 13 Uhr Mittagspause. 18 Uhr am Feierabend. Grüß dich ja, 13 Uhr ist ja Mittagsruhe. Entschuldigung, ich vergaß. Ich glaube, das gilt am Land nicht. Gerade hier gilt's ja, deswegen heulen sie ja alle rum. Ah, ich glaube, in der Erntesaison, das juckt keinen Menschen. Die fangen ja auch teilweise schon um 5 Uhr morgens an mit dem Wechsel, ne? Ja, ich sage, fürs arbeitende Volk ist das logischerweise Schwachsinn, aber ja, für die Rentner ist das ja, keine Ahnung, wie es wieder heilig du Mann da. Ich muss ja denken, ich meine, ich arbeite ja hier in meiner Wohnung, wenn du es mal so siehst. Ne? Deswegen sage ich ja auch immer, da komme ich ja mit der Argumentation, ist nicht, gibt's nicht. Weißt du, aber das muss ich mal auf Arbeit bringen. Ja, Chef, es ist jetzt 13 Uhr, ich weiß, steht zwar nicht im Vertrag drin, aber ich muss jetzt erstmal eine Stunde Ruhe halten. Ich habe jetzt noch eine Frage, wie hellhörig ist denn die Wohnung? Hellhörig nicht, aber beispielsweise, wo die erste Beschwerde kam, da war das noch, also da war das einen Monat, war ich ja hier. Da hab ich halt meine Möbel noch aufgebaut, ne? Und da hatte ich ja diesen riesen Schreibtisch. Und das ist ja alles so ein Steckmechanismus. So. Und das hat nicht richtig funktioniert. Da hab ich mal kurz so einen 10-Kilo-Hammer genommen und hab da mal kurz die Bretter da richtig reingebracht, weißt du? Da hab ich dann schon so von unten. Aber das ist wirklich die Frage, ob man das mittags machen muss. Ich hab so einen Besenstiel gehört, der dagegen gekloppt hat und gedacht, naja, weiß was ich, ne? Kanker an der Decke oder so, irgendwas wird's schon sein. Und dann hat's an der Türe getrötet. Ja, aber ansonsten. Ich glaube, ich würde an deiner Stelle würde ich ein Schild an die Tür machen. Ich drehe Filme und lade die im Internet hoch. Schauen, ob dann noch jemand klopft oder sich beschwert. Ich habe ja schon in kommen Sie ruhig rein, Sie sind dann auch mit rein. Ich habe ja schon einen Fußabtreter vor der Türe hinknien, anklopfen und um Audienz betteln. Hat bis jetzt auch noch keiner gemacht, weißt du? Das ist aber so ein typischer, wie der Secondhand-Vegetarier, das ist so ein typischer Randy, ne? Ja, hat bis jetzt auch noch keiner gemacht, also von daher. Ja, und daher, ja, das sind halt. Oder wo ich zum Beispiel, wo ich die Küche, wo wir die Küche dann neu gemacht hatten und wir den alten Herd mal unten abgestellt haben und ich einen Tag später bei der WG anrufen wollte, dass sie den abholen und ich einen Tag später einen handgeschriebenen Zettel von der Oma im Briefkasten hatte, ich solle unverzüglich den Herd entfernen, sonst wird sich beschwert. Wo ich mir so denke, ich kann auch gleich bei ihnen ins Schlafzimmer reinstellen, ist kein Problem. Aber das ist auch eine Sache, unverzüglich. Weißt du? Das ist auch eine Sache. Früher wurde über sowas gesprochen, jetzt bekommst du einen eingeschriebenen Brief. Ja, aber halt. Ja, oder Rechtsanwalt, noch, ne? Nachbarschaftsstreit, ja, weißt du, bla bla bla. Aber ohne Namen, ne? Also nicht das Ding ist, ich glaube, ich habe auch eine grobe Idee, wo das kommt. Früher war es halt so, wenn du am Dorf oder im ländlichen Raum warst, da warst du aber auf Nachbarn auch angewiesen. Ja. Und heutzutage bist du das nicht mehr. Und deswegen sind dir die anderen Leute scheißegal geworden. Also ich kenne es nur von uns damals, wo ich gewohnt habe. Da war irgendwas, keine Ahnung, zum Beispiel. Es wird gedroschen und dann hinter die Strohballen, ne, auf dem Wagen hoch mit der Gabel und so weiter. Da kam der Nachbar vorbei, den hast du nicht gefragt, der kam, hat eine Gabel dabei und Handschuhe und dann ging es voran. Das war völlig normal, stell es heute mal vor. Also, irgendwie ist das schade. So, ich bin übrigens voll. Das wissen wir. Als einziger, der hier keinen Alkohol trinkt, ja, und dann kriege ich den Spruch, danke. Ich trinke einmal im Jahr Alkohol, das zählt nicht. Trink nur dann, wenn zur Kommunion ist. Oder nein. Silvester, vermutlich, ne? Aber tatsächlich muss ich gestehen, dass ich die letzten zwei Silvester verschlafen habe. Dann Weihnachten, weil die Oma eine gute Flasche Wein mitbringt immer. Ja, Weihnachten muss halt sein, ne? Achso, das muss. Das habe ich wiederum nicht. Ja, das muss halt sein. Okay, das wusste ich zum Beispiel nicht, dass das muss. Wo war denn jetzt stehen geblieben, bevor ich unterbrochen habe? Beim Saufen. Nee, davor. Beim Schritt Helfen unter Nachbarn. Also ich kann ja, das genau. Nicht bestätigen. Bei mir sind alle sehr hilfsbereit und ich bin auch sehr hilfsbereit. Wurde letztens noch gefragt, ob ich noch den irgendwie so Säcke oder sowas nach draußen transportieren kann. Habe ich natürlich spontan gerne gemacht. Also du machst ja auch so einen seriösen Banker-Eindruck, ne? Da fragt man natürlich, das auch ja. Gerne. Einen seriösen Banker-Eindruck, genau das ist das Image. Also wenn ich mir auf Instagram deine Bilder so anschaue, ne, das letzte mit Anzug. Oh ja, du kommst ja da schon, war ich auf einer Hochzeit, ne, in London. Ist richtig, da könnte man so denken, alles klar, du an der Wall Street, ja, du your Wall Street Boy. Ich fand den, kann man schon also mal mit dass du von ankommen. Der Londoner Unterbahn so davon begeistert ja. Warst, das hat mich irritiert, weil das ist ja irgendwann mal privatisiert worden und seitdem komplett verranzt.
Ist das nicht mehr so? Ich habe mich damit nicht beschäftigt, weil ich das erste Mal in London war. Mhm. Und ich fand das total super, weil also erstmal dieses riesige U-Bahn-Netz und dann die Anschlüsse finde ich auch sehr, sehr cool. Alles riesige Dimensionen und vor allen Dingen, du gehst nach unten und musst maximal eine Minute warten, zack, ist die Bahn da. Das ist okay, vielleicht aus München, ja, sorry. Ja, ich wollte es gerade sagen, das ist vielleicht in Berlin, München, Hamburg oder sowas ähnlich, aber bei mir ist das halt nicht so und deswegen finde ich das schon ziemlich cool. Ja, aus München, da haben wir Abschlussfahrt gemacht oder Klassenfahrt, eins von beiden. Hm. Hey, Abschlussfahrt wegen München und so. Und da hatten wir eine Wochenticket, eine Netzkarte. Mhm. Und egal, wo wir hin wollten, ne? Also ob wir zur Oper, ins Museum oder sonst irgendwas gehen, du gehst halt von der Herberge, warst jetzt ein bisschen weiter zur U-Bahn-Station, aber sobald du da warst, gehst du da runter, es kommt sofort, kommt die Bahn, ne? Einsteigen, bis dahin, wo du hin willst, voll komplettes Netz, du kommst überall hin in München, in Anführungszeichen, also überall, wo natürlich U-Bahn ist, ne? Wenn dich verfährst, steigst du aus, gehst rüber, steigst wieder ein, fährst zurück, voll easy, super geil, ne? Ja, ich bin da total von begeistert, vor allen Dingen, weil in so Großstädten, jetzt unter anderem London, fährt halt auch echt jeder mit der Bahn. Ob das jetzt die Touristen sind, die kein eigenes Auto haben, oder die Geschäftsmänner, die sich einfach das Auto nicht antun wollen, weil das viel länger dauert. Ja. Oder eben auch ärmere Schichten. Du triffst da jeden an und dann gibt es auch noch so Musiker und so, die da noch da. Also es ist einfach. Wie findest du das? Übergriffig oder cool? Es kommt immer auf den Musiker an, also es gibt... So, die Performance. Ja, die Performance und vor allen Dingen gibt es ja Unterschiede, also die Performance ja tatsächlich unterschiedlich in einer anderen Art noch, wenn die so den Korb unter deine Nase halten und dich fast dazu zwingen, da irgendwie was reinzuwerfen. Was ist mit denen, die dann einen Hund dann daneben sitzen haben? Habe ich mir noch keine Gedanken darüber gemacht. Das so... Weiß ich nicht. Das ist so... Auf dieses reflexartige Setzen, das finde ich mies. Weil der arme Hund, der sitzt den ganzen Tag da und kann sich nicht bewegen. Der hört die ganze Zeit Klarinettenmusik. Hört die ganze Zeit Klarinettenmusik und Panflötenmusik hier mit. Ich will nicht wissen, wie viel von dem. Und die verdienen ja richtig Kohle. Das muss man ja dazu sagen. Ne? Also, das ist ein geiler Job. Aber. Das ist schon wieder mein Geld. Jawohl. Hier. Aber man muss auch sagen, es gibt auch sehr sympathische. Die das einfach so machen. Also, die haben jetzt da nicht großes finanzielles Interesse oder sowas, sondern denen macht es einfach Spaß. Ich würde das auch so nicht unterstellen, ne? Aber wenn man das drauf anlegt, funktioniert das, ne? Wenn du rechnest am Tag, aber du musst auch erstmal Orte kennst. Ja, aber du musst auch erstmal das. Ja, genau, du musst erstmal das Instrument kennen. Und das ist unter Umständen viele Jahre Arbeit. Also, richtig. Was hast du für ein Instrument gespielt? Oder hast du eins gespielt? Ich hab Klavier gespielt. Ich hab Klavier gespielt, ja. Ich hab... Das dauert ja auch relativ lang. Ja. Ja, bis man das perfekt beherrscht? Klar dauert das lang, oder? Also ich hab's damals abgebrochen. Ja. War nicht so meins. Und irgendwann wollte ich, irgendwann, wenn ich mal Zeit habe, was die Stelle, wo ihr eigentlich lachen müsstet, wollte ich mir in der Tat die Gitarre beibringen, weil das, ich hörte, das sei ein sehr schönes Instrument und das ist bestimmt schön, wenn man das spielen kann. Akustik oder Bass und... Ein schönes altes Holzding, steht auch schon hier, muss nur benutzt werden. Aber ich habe das Problem, fällt mir sehr schwer, meine Finger dran zu gewöhnen, wenn ich ehrlich bin. Also da bin ich wirklich Memme. Ja, du brauchst ja die Hornhaut auf den Fingern, dass das mal, ne? Und das, dann mache ich gerade ein bisschen Mimimi. Oder machte ich mir, als ich mal ein bisschen damit angefangen habe. Also ich habe da Respekt vor. Jetzt haben wir uns so viel unterhalten. Werner, was spielst du? Warst denn auch schon mal in... Ja, entweder was spielst du? Hast du auch schon mal in der Fußgängerzone gesessen mit dem Hund? Was? Nein, habe ich noch nicht. aber ich fand die Frage, also diesen Umschwenk interessant. Was ist, wenn da ein Hund sitzt? Aber ich kann tatsächlich sagen, was wären die Alternative für einen Hund? Katze. Nee, ja. Das habe ich nicht gemeint. Oder rumänische Bande, die da auf Krücken rumlaufen. Kann natürlich auch bulgarisch oder Hindu sein. Wenn dann es 18 Uhr ist, ist Feierabend, die Krücken werden zur Seite gelegt und dann mit dem Fahrrad nach Hause gefahren. Oder im besten Fall mit der neuen E-Klasse von Mercedes-Benz. Das ist Populismus. Das ist kein Populismus. Das gibt's. Nein. Das gibt's, ja. Ja, es gibt auch andere Seiten. Das ist immer so. Oder ist nicht Populismus, das ist polemisch.
Völlig überzogen. Es gibt immer eine andere Seite. Geschenkt, aber muss man auch mal erwähnen, ne? Ja, aber es wird ja schon immer so, es wird immer so viel Negatives erwähnt. Es ist ja aber, negativ. Stehst du mit deiner Karre irgendwo dran, da kommt hier aus dem Dings. Ja, klar. Dings, ist Dings auch gut, dass das darüber besprochen wird, aber... Ja, aber da würde ich zum Beispiel, entweder wenn ich genau weiß, ja, der hat wirklich ein Bein ab, dann ist das eine Sache. Oder dann kann ich mir überlegen, okay, wenn ich aber jetzt was Gutes tun will, dann schmeiße ich dem jetzt nichts in den Hut, sondern spende ein paar Euro an die SOS Kinderdörfer, weil da weiß ich zumindest, da kommt es dann definitiv zu, weiß ich nicht, was die für eine Quote haben, 93% oder so, minus Verwaltungskosten, bei den Bedürftigen auch wirklich an. Also das meine ich damit so. Ist ja okay. Ich habe da irgendwie ganz eine andere Meinung zu, muss ich ehrlich sagen. Ich kenne Leute, die haben 3-4 Finger weniger. Die arbeiten aber trotzdem ganz normal. Ich kenne Leute, die haben nur einen Arm. Wenn ich zu McDonald's gehe, durch einen McDrive fahre, dann sitzt da jemand, der hat nur einen Arm an der Kasse. Mhm. Ey, der hat da Bock drauf zu arbeiten. Der möchte nicht irgendwo rumsitzen und betteln und irgendwas. Der mag den Kontakt mit den Leuten und der hat da Bock drauf. Und ich glaube, wenn du es irgendwie möchtest, auch egal, was du hast. Klar, gibt es da Ausnahmen, möchte ich jetzt nicht sagen, aber wenn ich sehe, dass Leute, die meines, also jetzt augenscheinlich, komplett fähig wären zu arbeiten oder irgendwas und dann stehen die da rum und, weißt du, das ist für mich kein, den würde ich nie im Leben was geben, muss ich ehrlich sagen. Werner, du musst natürlich auch mal sehen, also man unterhält sich ja selten mit den Leuten, ne, und man weiß nicht, was die für Schicksale haben, ne. Vielleicht ist der fehlende Finger dann eine Sache, aber vielleicht ist da noch eine viel größere Tragödie passiert, das weiß man ja alles nicht. Oh, da habe ich ein schönes Thema noch. Ja, schieß los. Größere Tragödie. Zum Beispiel könnte es ja sein, dass jemand psychisch krank ist. So, jetzt kommt nämlich hier ein Umschwenk. Und da gibt es jetzt ja die lieben Bayern, die ja hoffentlich bald nicht mehr zu Deutschland gehören, wenn ich mir das so angucke, die jetzt meinen, dass psychisch kranken Hilfegesetze überarbeiten zu müssen. Ich wollte es nur mal einwerfen. Wir können auch über was anderes reden. Ich wollte es nur einmal erwähnen, weil ich es politisch wirklich wichtig finde, auf solche Dinge hinzuweisen. Und das zusammen mit dem neuen Polizeigesetz, wo die Polizei dich in Bayern dann in Zukunft einfach mal so nicht nur 2 Wochen einsperren darf, sondern so lange, wie sie denken, dass sie halt brauchen mit dir. Das ist auch neu. Kommt oder soll jetzt kommen, dass, wenn du eine psychische Erkrankung hast, dass sie dich dann auch immer zwangseinweisen und festhalten können und das 6 Jahre lang in deinen persönlichen Akten und der Polizeiakte vermerkt werden kann. Die dann, weißt du, du fährst Polizeikontrolle, ne, hier Papiere bitte, der guckt in seinen Computer, manisch-depressiv. Was hat das da zu suchen? Also das ist der Weg, wo Bayern gerade hin ist. Wir können da gerne drüber reden, wir können es auch lassen. Ich wollte es nur mal einwerfen, bald ist in Bayern Wahl und vielleicht sollte man da doch mal überlegen, ob, wenn es in die Richtung Überwachungsstaat und 1986 geht, mal vielleicht dann doch mal woanders ein Kreuz macht, um klar zu sagen, so nicht und nicht in Deutschland. So, war mir kurz wichtig. Weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Ich war vollkommen fassungslos und das ist auch kein Bullshit. Das liegt ja so vor als Gesetzentwurf. Also, aber kann das Bayern alleine entscheiden? Ja, das ist leider so. Ja, Polizei. Ja. Ich wusste das nicht, muss ich sagen. Unfassbar. Ja gut, du bist jetzt auch in Österreich, ne? Ja, Entschuldigung, wir sind noch ein kleines Land, es tut mir leid. Red weiter, Ansgar, kein Problem. Nee, ich meine, ich bekomme auch nicht alles mit, was in Österreich ist. Also. Ja, in Österreich kann es ja auch spannend werden. Und das Schlimme ist ja jetzt, wir gucken mal kurz nach Österreich. Wir haben jetzt so eine Gesetzgebung und jetzt kommt wirklich mal irgendwann eine falsche Partei ran und diese Gesetze existieren. Das muss man ja auch dann weiterdenken. Und dann ist es nicht mehr bis 1986, dann ist es sogar vielleicht bis 1936. Ne? Immer ganz hart gesagt, aber. Solltest du eventuell die etwas jüngeren Zuschauer das 1986 erklären? 1986, habe ich selber nicht gelesen, aber wird immer wieder referenziert. Wenn ich es richtig zusammengefasst darf, es geht also um ein Buch oder eine Novelle oder einen Roman, in der beschrieben wird, wie die Welt wäre, wenn der Staat alles kontrolliert. Alles. Wirklich alles. Alles weiß und wie die Bürger sich dann fühlen und was dann passiert in einem Land. Und das wird immer referenziert als Warnung, dass wir da niemals hinwollen. So. Und George Orwell. George Orwell, genau. Und ja, habt ihr das mitbekommen? Was denkt ihr dazu? Und wie kann man gegen sowas als liberaler, aufgeklärter, eigenständig denkender Bürger vorgehen? Was kann man da tun? Oder ist das zu ernst, das Thema? Muss also. Aber, ui, 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 ui.
So, ich habe es gelesen, ich muss aber ganz ehrlich sagen, Bayern war ja schon immer so eine Sache für sich. So ein Freistaat, ne? Ist so ein Freistaat, richtig, aber Sachsen ist auch ein Freistaat. Naja, aber Bayern war ja immer schon so ein Bild für sich, was die Gesetzgebung angeht und alles. Ob das am Ende durchgewunken wird, das ist erstmal so die eine Sache. Genauso wie dieses Polizeigesetz, was sie da unten beschlossen haben. Ja, also aber den Mehrheitsverhältnissen? Ja, man hat es ja jetzt schon gesehen, ich weiß gar nicht, bei was das jetzt so woanders war. Ja, bei diesem Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Das geht auch ganz gut kassiert. Finden sich ja cool. Und am Ende wird es vom Bundesverfassungsgericht gekippt. Genau, kommt der Gerhard Baum wieder. Ich denke mal, so wird das gekippt. Dort auch wieder lösen. Ja, wobei das, weiß nicht, Ländersache kann auch mal Karlsruhe, ne? Ja, eigentlich nicht. Karlsruhe kann ja, schon, Bundes- ne? und Länderebene entscheiden. Ne? Ja, gut dann. Also sobald was verfassungswidrig ist, egal ob auf Bundes- oder Länderebene, schalten diese schon ein. Das muss sich halt nur einer beschweren und irgendeiner wird sich schon beschweren. Ja gut, da gibt es ja noch ein paar alte Garden, die das auch drauf haben. Es ist auch tatsächlich für Anwälte, glaube ich, eine Profitsache. Wer schon mal vor dem Bundesverfassungsgericht gewonnen hat, der vergisst das nicht. Glaubst du, ein Gerhard Baum, der so für seine Prinzipien steht und wie alt ist der mittlerweile? 84? Nein. Der aber macht das wegen Geld? Nein. Nein, ich kenne Gerhard Baum nicht, aber ich weise da nur darauf hin. Also es gibt tatsächlich, es ist schon lukrativ oder es ist ein Anreiz für viele Anwälte, sich solcher Thematiken zu bedienen oder anzunehmen, allein aufgrund des Prestigezuwachses. Naja, also ich glaube, bei diesen Gesetzgebungssachen sind das vornehmlich Überzeugungstäter, die dagegen vorgehen, als Anwälte. Da bin ich ganz sicher. Whatever. So, es hat aber auch gehupt. Schade eigentlich, also ich fand das ein aber da würde ich gerne mal wissen, habt ihr als Zuschauer das wahrgenommen und ist euch die Auswirkung dessen, was das auf lange Sicht auch bedeuten kann, bewusst, dann schreibt es mal gerne in die Kommentare. Habt ihr das mitbekommen? Habt ihr das mal reflektiert? Oder war das einfach nur eine Meldung von vielen anderen, die so an einem vorbeirauschen? Weil das ist wirklich, also aus meiner Sicht halt unfassbar, ne, was da verlangt wird. Schreibt es mal gerne in die Kommentare. Gilt ja generell, wenn ihr irgendwelche Meinungen zu Themen habt, die wir hier besprochen haben, gerne in den Kommentarbereich reinschreiben. Wir lesen uns das natürlich sehr gerne durch. Kritik, Anregungen, alles rein damit und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne noch einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Hello. Ciao, ciao.